ist so dunkel. Wie so eine Apokalypse, die ausgebrochen ist. Oh mein Gott. Wie dunkel. Oh mein Gott. Da steht wegen Streik kein U-Bahn-Betrieb. Bitte verlassen Sie den Bahnhof. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, die fahren halt so. Also ich meine, es stand auch, dass die Tramlinien nicht fahren, aber da fahren welche. Das Ding ist halt, heute habe ich halt gewartet, bis sie halt zur Tram geht und gucke, ob da was fährt, weil ich die ersten 2 Stunden hätte verpassen können. Ich meine, ich wäre da eh nicht rechtzeitig gekommen. Und dann hat sie gesagt, ja, da sind lauter Leute und es fährt nichts. Und in die andere Richtung fahren Trambähne. Aber das Ding ist halt, ich hänge halt von der Tram und von 2 U-Bahnen ab. Und die U-Bahnen fahren gar nicht. Ich bin jetzt mit dem Fahrrad hierher gefahren, um zu gucken, ob die U-Bahn fährt. Aber jetzt muss ich weiter mit dem Fahrrad fahren. Und dann ist die ganze Stadt um die. Ich habe die Tasche an der Schulter, wenn ich noch einen Rucksack hätte, Alter. Ich habe noch 5 Kilometer vor mir. Ich fahre jetzt durch den Park, so zeigt mir der Navi das. Und ich kann nicht mehr. Mein Fahrrad macht komische Geräusche, wie damals, als ich einen Platten hatte. Ich habe nachgeprüft, der ist noch hart, aber der macht so Geräusche, als ob die Luft rausgehen will. Ich schwöre, wenn das passiert, ich kacke ab, Alter. Ich komme nicht mehr weiter. Muss ich einen Hubschrauber buchen? Diese Motivation hätte ich auch gerne morgen. Es hat angefangen zu nieseln und ich bin fast da, also so weniger als 10 Minuten jetzt mit dem Rad, weil ich habe halt zu Fuß eingegeben, damit ich nicht über Straßen fahren muss. Und da steht 10 Minuten zu Fuß, also muss es ja mit dem Fahrrad noch weniger sein. Ja, es ist gerade 8.38 Uhr. Mein Gott, das sind Raben. Ich habe von da aus, gar nicht erkannt, dass ich. Oh, Scheiße, ich muss jetzt irgendwo durch diese Lücken. Dass ich schon bei der Schule bin. So, bin angekommen. Ich wette, jetzt ist keiner da. Muss durch diese Lücke. Oh mein Gott. Ich schwöre, ich kann nicht mehr. Da ist jemand, aber nicht unsere Klasse. Scheiße, ich hab vergessen. Ich bin gerade in mein Klassenzimmer reingegangen und in ein Klassenzimmer, wo ich dachte, dass ich jetzt Wahlpflicht habe und da waren beide Klassen drin. Hab ich jetzt vergessen, dass ich im ersten Stock heute was Wahlpflicht habe. Nee, ich habe noch nicht angefangen. Also so explizit zu lernen. Ich mache halt im Unterricht so, versuche mental mitzubleiben. Mhm. Ich finde zum Beispiel die Angebotsrechnung nicht so schwer, oder? Nö, das ist noch nicht. Aber das andere, also das mit der Unterdeckung und so, das ist schon echt nicht ohne, finde ich. Ja, also diese eine Hausaufgabe wo, mit dieser Tabelle, wo keine Angabe war, das war für mich schrecklich. Ja. Also da blicke ich halt echt auch nicht so durch. Aber wir haben gestern die Bücher bekommen. Ich habe mir das Buch angeschaut, das ist richtig gut. Ja? Schau da mal rein. Ich bin gestern nicht dazu gekommen, weil ich nur Diabetes habe. Ich habe kurz reingeguckt, ob da diese Themen erklärt sind. Mhm. Und das ist halt wie so ein Heftantrag. Wir machen das hier nicht. Und das ist nochmal mit Beispielen und nochmal mit Aufgaben, die du machen kannst. Und am Ende gibt es Lösungen dazu. Mhm. Also das ist richtig gut gemacht. Nee, ich habe halt, es ist richtig. Es macht richtig Druck. Nächste Woche Mathe und dann noch BWR. Mhm. Beide Themen, die ich hasse. Oder Fächer. Ja. Hast du Mathe gemacht? Ja, aber. Da waren ja 8 Teilaufgaben auf. Ich hab das auch nicht so verstanden, wieso da so viele Aufgaben waren auf einmal. Ja, weil sie hatte diesen Heftantrag gemacht, diese Vorgehensweise. Und in dieser Aufgabe waren halt alle möglichen Aufgabenstellungen, die sie vorgetragen hat. Mhm. Damit wir sie nochmal üben. Sie sind nochmal anders formuliert. Und ich habe 1,5 Stunden dafür gebraucht, um sie ganz zu machen. Schön zu schreiben, mit Buntstiften. Und ich hätte nie gedacht, dass ich darauf hoffen werde, dass der Mathelehrer zum Unterricht erscheint. Das hätte ich nie gedacht. Weil
ich will das halt schon vorstellen. Vor allem ist halt ein gutes Feedback. Mhm. Und ich glaube, wenn es so bleibt, dann ist die Auswahl auch nicht so groß zwischen uns. Keine Ahnung, bei ihr muss man schon mitmachen. Also letztes Jahr hatte ich sie in Chemie. Mhm. Einer der wenigen Auserwählten hier. Geil! Du wurdest auserwählt. Ah ja, stehen sogar noch. Mhm. Gut. Nachdem Sie die Lösung schon haben, wäre dann meine Frage, haben Sie Fragen dazu? Weil sonst brauchen wir das ja eigentlich nicht zu besprechen, oder? Mhm. Kennt ihr das, wenn jemand sagt so, ich kenne eine Abkürzung zur Schule oder irgendwo hin, dann laufen sie durch den Urwald. So fühle ich mich gerade, obwohl ich nicht mal eine Abkürzung nehme. Das ist mein Schulweg. Schau mal, ja. Urwald. Pur. Hier ist gleich eine Kreuzung vom Konsulat. Das ist dann die Straße von meiner alten Schule ungefähr. Und dann kann ich nach Hause. Ich schwöre. Guck mal, dieser Anstieg. Ich schwöre. Ach so, warum ich jetzt hochgehen muss, glaube ich. Weil ich vorhin runtergefahren bin, obwohl ich hätte geradeaus fahren können, aber mein Navigator hat mir das nicht angezeigt. Ja, ich schwöre, Alter. Ich schwöre, es hat so gut getan, runterzurutschen. Ah ja, jetzt bin ich mal gut so da. Ich kann nicht mehr. Ich sterbe. Que je ai dit que tu réchauffes tout que je veux manger. Oyo oyo oyo. Et tout n'a pas fait. Réchauffe. Ich will essen. Jetzt wär noch auf. Auf welchen, wie vielen Sprachen soll ich es noch sagen? Hallo Lukas, hier spricht Sophia Beckmann. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass Sie sexy sind. Du hast zu viel gesagt, du bist bitter mit was. Zu viel, Beckmann. Besetzt. Hä? Ruft jetzt jemand an? Ruft. Ja, hat der kein WhatsApp? Doch. Hat dich abgelehnt? Hä? Ruf nochmal an. Sag, warum lehnst du mich ab? Hallo und herzlich willkommen bei Ihrer Mailbox. Es tut mir leid, dass ich Sie belästigt oder verängstigt habe. Hallo und herzlich willkommen bei Ihrer Mailbox. Hallo und herzlich willkommen bei Ihrer Mailbox. Du guck mal. Lass ihn Wasser kochen, Mann. Ah ja.
ich eintrage. Komm hier hin. Also. Fertigungsgemeinkosten. Tust du das auf Insta? Wie viel haben wir denn Fertigungsgemeinkosten? 200%. Tragen wir doch ein. Ja. Olivi. Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten. Also, das können wir direkt zusammenfassen. Das macht dann 20%. Olivi. Schwer. Diana hat dir ein Foto geschickt. Also Fertigungslehne habe ich eingetragen. Fertigungsmaterial 80 Euro, 10%, 200%. Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten habe ich zusammengefasst. Vertreterprovision 8%. Kundenskonto 2%. Gewinn 6%. Wieso so wenig? Ja. Ich habe jetzt alles eingetragen. Okay. Und jetzt muss ich rechnen. Das Beste. Stopp. Stell dir. Lass den weg. Anja. Ah, okay. Die fliegt da jetzt rum. Die bindet sich, glaube ich. Okay. Olivi. Schwanger. Oh, wenn man einen Schauspieler auf Zalando bestellt. Das zieht. Dann mache ich 80 durch 100 mal 10. Guck mal, ich habe ein Foto von der Ohr gemacht. Das sieht so organisch komisch aus. Leute, guckt euch mal einfach diesen Blick an, Leute. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich habe heute ein Buch, ein Wissenschaftsbuch, umsonst mitgeschleppt, weil ich das Wort über die Bücher, also abzugeben, dann musste ich es auch nicht abgeben. Und was war da? Aber ich habe es bekommen. Keine Ahnung, am Abend habe ich mir gedacht, habe ich gemerkt, dass da ein Buch drin ist, was ich nicht brauchte. Und dann wollte ich das raustun, aber war irgendwie das nicht gemacht, weil ich zu faul war. Hab mir gedacht, ja, morgen merke ich doch, dass die Tasche schwer ist. Und du das raus, wenn ich meinen Brotzeit einpacke, hab's aber nicht gemerkt. Und erst auf dem Rückweg habe ich es gemerkt, dass da was drin war. Auf jeden Fall heute Mathe war das so verstörend. Ich habe ihr euch gesagt, ich wollte die Mathe-Gruppe vorstellen. Und sie hat das erstmal ganz vergessen vorzustellen, bis eine gesagt hat, ja, was ist jetzt mit der Hausaufgabe? Sie so, oh, okay, da habe ich jetzt das Blatt nicht dabei. Okay, muss das jetzt sein? Ich war so, was? Und dann sagt sie so, und dann legt sie einfach die Lösung auf, die wir eh schon hatten. Also wir hatten nur die Lösung, nicht den Lösungsweg, sondern nur die Lösung, aber halt eben nicht den Lösungsweg. Und sie so, ja, das reicht schon, den brauchen wir jetzt nicht mehr auf dem Thema drauf rumreiten, wir fangen jetzt mit dem neuen Thema an. Dann war so, ja, das ist so typisch, dass sie ist so eine, sie vergisst nie, die Hausaufgaben zu kontrollieren. Sie vergisst es nie, dir welche aufzugeben und die welche zu kontrollieren. Das ist das Erste, was sie sagt, wenn sie reinkommt. Und da kommt man nie drum rum. Also die geht auch immer ständig rum und guckt, wer es gemacht hat, wer es nicht gemacht hat. Und Leute, das ist so typisch. Ja, auf jeden Fall. Nächste Woche der Mathe Kurzarbeit, nee, Mathe-Test und BWR-Test, Kurzarbeit. Heute, als ich den Raum gewechselt habe, bei der Klasse, also ich habe praktisch schon die gleiche Zimmer genommen, nur eins unten drunter, die Etage, und dann habe ich kurz die Tür aufgemacht, wieder kurz zu, beziehungsweise die Tür, nee, ich habe nicht die Tür aufgemacht, sondern die Tür war schon auf.
Ich habe mich kurz reingeguckt und alle so, ja, ja, geh rein. So was zum Geier, ne? Da waren irgendwelche komischen Leute. Also, die sahen ja nicht komisch, sondern ja schon. Und die vorne saßen dann komisch. Aber die waren nicht aus meiner Klasse. Und die so zum Lehrer, ja, sagen Sie, dass sie reinkommen soll. So was? Ich so, ja, ja, mach auf. Und ich bin halt da nicht rumgestanden, sondern ich bin da gegangen und das haben sie alles gesagt, weil ich weitergegangen bin. Das war so komisch. Ich bin dann schnell nach oben gerannt, damit mir niemand hinterherläuft. Und da waren so 8-9 Leute da. Beim Wahlpflicht war auch. Und sie hat mich halt als verspätet eingetragen. Und bei dem einen zum Beispiel wurde dann ausgetragen vom Klassenleiter, ich aber nicht. Keine Ahnung, ich musste nochmal drauf ansprechen, weil ich meine, das war ja klar und sie wusste auch selbst, dass das heute gestreikt wird, aber trotzdem, das ist komisch. Ja, und dann sind schon welche gekommen, weil sie im Klassenchat geschrieben haben, ja, wahrscheinlich ist es so, wenn man heute ganz fehlt, dann hat man einen Fehltag. Auch wenn man nicht kommen könnte, aber ja, mit dem Fahrrad, das ist so, also Rückweg ging leichter und schneller. Und ich hab's ja auch, ja, keine Ahnung, ich verschlafen. Ich bin auch heute eine halbe Stunde früher hochgemacht, was mir gar nichts gebracht hat. Nee, nicht eine halbe Stunde früher, so 15 Minuten. Aber ich bin auch gestern um 1 Uhr schlafen gegangen, das heißt, ich habe heute nur 5 Stunden geschlafen. Und genau, ich bin so 20 Minuten früher aufgewacht. Hat mir, wie gesagt, nichts gebracht, weil ich dann sogar noch später rausgegangen bin, als ich eigentlich eh immer rausgehe. Weil ich gewartet habe, bis sie halt zur Tram geht und guckt, ob sie überhaupt fährt. Aber ich habe mir schon gedacht, dass da nichts sein wird. Genau, und dann habe ich mir überlegt, ja, was soll ich machen? Und dann habe ich mich entschieden, aufs Fahrrad zu setzen. Also, ich habe halt die Kilometerzahl rausgefunden, wie weil das entfernt ist. Und dann habe ich gegoogelt, wie viel man für, ich glaube, 15 Kilometer waren das oder 10. Ja, wie viel man halt dafür braucht. Und da stand 30 Minuten mit dem Fahrrad. So Mediumgeschwindigkeit. Und ja, ich bin dorthin, bin ich über eine Stunde, also dorthin bin ich eine Stunde 10 gefahren, glaube ich. Warte. Ich bin um 8.30 Uhr raus, glaube ich. Nicht um 8.30 Uhr, um 7.30 Uhr. Ich war um 8.45 Uhr da. Ja, 1 Stunde 15, aber ich habe auch 15 oder 10 Minuten verloren, weil ich mit der. Also, erstens einmal so 5, 6 Minuten habe ich verloren, weil sie ist halt zuerst vorgegangen, um das andere Fahrrad zu holen. Und ich habe sie auf dem Weg getroffen und dann sind wir so 5 Minuten stehen geblieben. Dann bin ich zu U-Bahn gefahren, hab mein Fahrrad angeschnallt und so, bin in den U-Bahn runtergegangen, hab gesehen, dass da nichts fährt, dann bin ich zur anderen Seite wieder raus, also es waren bestimmt auch 10 Minuten, genauso eigentlich wäre es eine Stunde gewesen und auf dem Rückweg war es auch ungefähr eine Stunde, ja, aber auch weil ich einen Berg runtergeradelt bin und dann den Berg wieder hoch musste, obwohl ich den gar nicht runterradeln musste, ja, weil ich auch ja, ständig Ampeln waren und so und bei der U-Bahn und so ist es ja nicht so. Okay, die verspätet sich auch ständig, aber ja, es ist ungefähr gleich geworden. Hätte ich nicht eine Tasche gehabt, sondern einen Rucksack, denke ich mir, wäre das Ganze noch schneller gegangen, weil so ist mir die Tasche ständig runtergerutscht, ich hatte keinen Korb und ja, das war alles so eine Last auf einer Schulter. Ich hatte, als ich angekommen bin, solche Krämpfe, also ich habe meine Beine und Füße nicht mehr gespürt und auf dem Rückweg genauso. Ja, aber auf dem Rückweg ging es nicht schneller, weil ich Bock hatte, einfach nach Hause zu fahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, so einer meiner Beweggründe, warum ich heute in die Schule gegangen bin, ist, weil ich meine Mathehausaufgabe vorstellen wollte, die dann letztendlich nicht kontrolliert wurde. Und auch, ja, wegen BWR, wegen nächster Woche, weil morgen ist die letzte Stunde, also die letzten 3 Stunden, weil Donnerstags und Freitags habe ich kein BWR. Ja, und ansonsten, ja okay, die ersten 2 Wahlpflichtsfachstunden
waren jetzt nicht so wichtig, weil wie gesagt, wir, also wie ich das schon vorher gesagt habe, wir haben ein Skript und in 2 Stunden schaffen wir irgendwie nur eine Aufgabe zu bearbeiten, weil wir halt mehr darüber reden. Aber das sind so logische Dinge und das hätte ich mir von jemandem abschreiben können. Den Test schreiben wir erst im November, das heißt, es wäre nicht so schlimm gewesen. Und es ist auch nicht schlimm gewesen, dass ich so 45 Minuten verpasst habe. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie auch gerade kurz vor mir angekommen sind, weil sie genau, als ich gekommen bin, die Aufgabe bearbeitet haben, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Genau, und dann waren 2 Stunden Mathe. Genau, also ich habe mich auch gestern gefragt, wie das sein wird. Also ich habe ja gedacht, dass sehr viele fehlen werden und ob sie dann Unterricht macht oder nicht. Aber wegen Matheausaufgaben wollte ich kommen. Ja, 2 Stunden Geschichte. Zuerst waren, glaube ich, 2 Stunden Geschichte. Also, ja, hätte man auch verpassen können. Also, wir haben nur über so auch Dinge gesprochen, die logisch waren. Also, so Schattenseiten vom Internet. Und, ja, 2 Stunden BWR. Ja.